Weiterer Streitpunkt, wir haben schon mal eben angedeutet, zwischen Amateuren und Profis. So, die Profis haben keinen Bock mehr auf die erste Runde im DFB-Pokal. Marcel, das ist was für dich, ne? Ja, weißt du, die Formulierung, sie haben keinen Bock mehr. Ich habe mich in der letzten Woche mal da, ich hab's natürlich ein bisschen überspitzt, da so ein bisschen reingeknaschert und habe gedacht, ja, sag mal, wo ist das Problem? Dann kickt halt die erste Runde, das ist für alle gut, das ist gut für die Hygiene. Die Kleinen kriegen die Großen mal aus der Nähe und nicht nur samstags in der Kiste. So, dann habe ich mal andersrum. Das ist eine ganz tolle Geschichte, da bin ich völlig bei Ihnen. Insofern kann es überhaupt keine Diskussion, dürfte es gar keine Diskussion geben. Dafür hat es den Pokal immer schon gegeben. Sie müssen ja dann nicht Woche für Woche irgendwo aufs Land fahren, sondern du machst die erste Runde. Ein Spiel. Ein Spiel. Die Dinge gehen immer weiter hoch, immer weiter hoch. Das heißt, wenn die Engländer das zahlen, jetzt kommen die Chinesen noch in den Markt und pulvern noch mal rein. Und unsere, und jetzt reden wir nur über die Top-Clubs, die ersten drei, vier, die, bei denen es um Champions League dann geht, wenn die da halbwegs mithalten wollen, sagen die Leute, wir müssen in der Zeit in Shanghai oder in Portland, Oregon rumkicken, denn das sind die Märkte, wo wir uns richtig großes Geld auf Sicht besorgen können, damit wir konkurrenzfähig bleiben. Ich glaube, da tut sich eine Falle auf, in die der Fußball zunehmend gerät. Das kann irgendwann mal implodieren. Sie verabschieden, sie sagen, pass auf, wir sollen nach Rosenheim zu einem Pokal. Sehr gut. Wir machen ja unsere Vorbereitung schon im Flieger zwischen Boston und Portland oder wahlweise zwischen Shanghai und Peking. So entwickelt sich das im Moment. Und wenn wir sagen, das ist alles völlig okay so, dann wird es diese Fragestellung immer mehr geben, immer mehr geben. Und dann hat das mit einem gemeinsamen Fußball, für den sie stehen sollen, eigentlich kaum mehr etwas zu tun. Und da sehe ich eine Gefahr für diesen wunderbaren Sport. Aber wir haben eine Sommerpause. Und wir haben eine Sommerpause vom 15. Mai bis 25. August. Das sind weit mehr als zwei Monate. Da kann man doch auch, also Borussia Dortmund hat es jedenfalls geschafft, spielt jetzt auch eine super Bundesliga-Saison und war neun Tage in Shanghai. Wenn du in der Sommerpause, haben da übrigens ManU geschlagen, 4-1. Ja, ManU geschlagen, überragend. Wenn die in der Sommerpause nicht ihre Knochen regenerieren, kriegen wir am Ende kein vernünftiges internationales Spiel mehr hin. Auch da gibt es eine Grenze der Belastbarkeit. Sommerpause musst du nach 100 Spielen in der Saison auch als Sommerpause dann mal nutzen. Die Frage ist doch, muss man den DFB-Pokal vor der Bundesliga spielen oder kann man ihn vielleicht auch die erste Hauptrunde zu einem etwas späteren Zeitpunkt spielen?